die beiden Referenten heute Morgen waren äußerst kompetent. Also da hat man wahrscheinlich hier mit die kompetentesten unter den Top 10 sozusagen deutschlandweit gefunden. Mit Reinhard Wiesner jemanden gefunden, der tatsächlich das Kinder- und Jugendhilfegesetz 1990 damals noch im Familienministerium mitverfasst hatte. Und mit Herrn Hammer auch jemand sehr jugendhilfekompetenten Menschen, die also beide seit Jahrzehnten in diesen Bereichen arbeiten, die jedes Fitzelchen der Kinder- und Jugendhilfe von vorne bis hinten und seit Jahrzehnten kennen. Das Wichtigste, das ich heute bei der Tagung vermitteln wollte, war eine Information über die augenblickliche Debatte um eine Reform oder Novellierung des Kinder- und Jugendhilferechts. Und wie ich ja in meiner Präsentation dann auch gezeigt habe, ist der ganze fachliche Diskurs sehr intransparent gewesen. Und viele der Fragen, die nun sehr unvermittelt von oben nach unten gewissermaßen vorgelegt worden sind, bedürfen einer intensiven fachlichen Diskussion und vor allen Dingen auch einer größeren politischen Aufmerksamkeit. Das Wichtigste, was ich mitnehme, ist, dass es eine breite Zustimmung auch von allen Fachkräften hier in Hessen gibt, dass wir wesentlich mehr investieren müssen in den präventiven Bereich der Unterstützung von Familien und Kindern. Es freut mich, dass es eine Bündelung gibt verschiedenster Gruppen, die sich mit den Kinderrechten auseinandersetzen, weil es ist dringend notwendig, dass wir endlich die Kinderrechte einmal in die hessische Verfassung aufnehmen können und zum anderen auch die Änderungen im Grundgesetz kommen. Kinderarmut ist immer die Armut der Familien. Ihre Eltern sind arm, in der Folge sind die Kinder arm. Armut führt zu Stress, führt dazu, dass Eltern unglaublich damit beschäftigt sind, die Dinge des Alltags zu organisieren, zu gucken, dass die Miete bezahlt ist, dass mehr Geld reinkommt. Das heißt, es bleibt einfach nicht so viel Zeit und schon gar nicht gelassene Zeit übrig, um mit den Kindern schöne Dinge zu machen. Zumal es ein Problem ist, was überhaupt nicht sein müsste. Also Kinderarmut, Familienarmut in einem armen Land, da könnte man noch drüber reden. Aber in einem so reichen Land wie Deutschland wäre es sozusagen ein Klacks, es zu vermeiden. Und es ist eigentlich politisch nicht nachzuvollziehen, dass Bund, Länder und Gemeinden da nicht stärker reagieren. Offenbach zum Beispiel, wo ich jetzt herkomme, bezieht jedes dritte Kind Hartz IV, also die Eltern von jedem dritten Kind. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Bildung aus. Also diejenigen, die eben die Möglichkeit haben, können sich bessere Bildung quasi leisten. Und das ist vollkommen ungerecht. Aus der Diskussionsrunde nehme ich mit, dass die Beeinflussung der Landesebene weiter notwendig ist, damit die Landesebene sich auch für diese positiven Veränderungen einsetzt und wir zu einer guten Lösung kommen. In meinem Workshop ging es heute um soziale Sicherung. Das heißt also, wir haben festgestellt, dass es eben nicht ausreicht, wenn du jetzt einfach nur eine Zahl nennst in der Bekämpfung gegen Kinderarmut. Dass es auch nicht ausreicht, nur eine einzige Maßnahme zu betrachten, sondern dass man immer auch diese Mehrdimensionalität der Problematik sich bewusst macht. In meinem Workshop Recht auf umfassende Bildung nehme ich persönlich mit, dass es nicht unbedingt nur um Inhalte geht, nicht nur um Wissensvermittlung, um Faktenwissen, sondern um umfassende Bildung eben, um persönliche Bildung, um soziale, gesellschaftliche Bildung geht.